Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Mein Name ist Timo und in diesem Video möchte ich hier das neue Microsoft Surface Pro 4 vorstellen, beziehungsweise in diesem Video wird das nur angeboxt. Hier also die Verpackung von dem Pro 4. Hier habe ich dazu dann auch noch dieses Pen-Tip-Kit dazu erworben, wo dann nochmal vier verschiedene Aufsätze, vier verschiedene Spitzen für diesen Surface Pen dabei sind. Je nachdem, was für ein Härtegrad man verwenden möchte, sind hier eben dann noch mehrere Spitzen dabei, weil beim eigentlichen Stift nur eine einzige dabei ist. Das hier ist also noch die Verpackung von dem Surface Pro 4. Das ist jetzt in der Ausführung mit dem Intel M3 Prozessor. Hat natürlich deutlich weniger Leistung jetzt als beispielsweise ein Intel i5 oder ein i7 Prozessor. Doch für meine Anwendungszwecke sollte es vollkommen ausreichen, da ich das jetzt hauptsächlich wirklich nur für die Uni verwenden möchte, um dort die ganzen Aufschriebe auf diesem Surface hier zu tätigen und ich zu Hause immer noch meinen stationären Rechner habe, der dann deutlich mehr Leistung bietet. Das hier nochmal zur Verpackung. Hier noch auf der Rückseite steht noch, was alles dabei ist. Natürlich Surface Pro 4, Windows 10 Professional, Surface Pen ist dabei. Natürlich ein Akkuladegerät. Dann steht noch dabei Wi-Fi, Bluetooth 4.0. Systemvoraussetzungen stehen noch drauf und noch ein paar andere Dinge, die für uns jetzt weiter nicht interessant sind. Hier steht dann allerdings nochmal, was für ein Modell es sich genau handelt. Natürlich, wie schon gesagt, mit dem Intel Core M-Prozessor, 128 GB Speicher und 4 GB RAM. Um das Ganze jetzt zu öffnen, müssen wir hier die Flasche öffnen, wenn ich das richtig sehe. So, genau. So, das ist weg und jetzt können wir das hier auch einfach schon rausschieben. Das heißt, das ist so ein Pappschuber. Den brauchen wir jetzt soweit nicht mehr. Und dann müssen wir hier auch nochmal aufziehen. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal hier dieses Fach auf. Hier auch noch mal alles extra verpackt. Haben wir hier das Ladegerät. Steht noch mal Windows Pro drauf. Deswegen kann man hier ganz normal so reinklicken. Das heißt, wenn man im Ausland wäre, könnte man hier auch einen anderen Aufsatz drauf machen und braucht dann nicht jedes Mal direkt einen Adapter. Hier natürlich der ganz normale Stromkonnektor, der dürfte gleich sein mit dem Surface Pro 3. Da hat sich also nichts geändert, kann weiterhin verwendet werden, falls man schon ein Surface Pro 3 besitzen sollte. Dann würde ich sagen, machen wir hier auf. Natürlich direkt das Pro 4. Das schauen wir gleich an. Dann haben wir hier allerdings, ja, das ist festgeklebt, noch ein kleines Handbuch. So, in verschiedenen Sprachen sind einfach noch erklärt, welche Tasten das Gerät hier alles hat, welche Knöpfe, wie der Stift soweit funktioniert. Genau, Aufstellungsmöglichkeiten. In verschiedenen Sprachen steht das alles. Das brauchen wir jetzt hier weiter nicht. Hier dann wohl nochmal Anwendungsinstruktionen brauchen wir soweit auch nicht. Dann natürlich hier noch der Stift. So, würde ich sagen. Machen wir das gleiche schon mal weg. Hier sieht man es auch schon. Ich kann versuchen, ob ich das vielleicht ein bisschen näher ranbekomme. Genau, hier sieht man es auch schon relativ gut. Das ist die Spitze, die momentan mitgeliefert wird. Hat jetzt nur noch eine große Taste hier. Früher waren das ja zwei. Das heißt, funktioniert allerdings nur hier vorne, da kann man dann einfach draufklicken. Ebenso hier oben immer noch der Knopf, damit sich OneNote öffnet. Man kann damit Cortana starten, man kann damit Screenshots machen. Und das Ganze fühlt sich so ein bisschen wie so ein Radiergummi auf der Rückseite an. Das ist also gummiert und das fungiert dann auch wirklich als Radiergummi. Das heißt, wenn man auf dem Tablet schreibt und dann was löschen will, muss man jetzt keine extra Taste drücken, sondern kann direkt so mit dieser gummierten Oberfläche radieren. Das war es ja soweit auch schon. Hier dürfte sonst nichts mehr drin sein. Würde ich sagen, packen wir das direkt mal weg.
Und bevor wir dann direkt zum Surface kommen, schauen wir uns allerdings hier noch ganz kurz dieses Pen-Tip-Kit an. So. Das ist also wirklich nur so ein kleines Teil. Ist aus Plastik gefertigt, da kann man dann hier einfach aufmachen, die verschiedenen Spitzen rausnehmen. Dieses Teil ist übrigens dafür, wenn ich hier jetzt die Spitze rausnehmen will, nehme ich das so, drücke dann hier dagegen und kann die Spitze entsprechend rausziehen. Die verschiedenen Spitzen kosten hier im Set 10 Euro, für Studenten natürlich noch etwas günstiger, da sind es dann 9 Euro. Und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon direkt hier zum Surface Pro 4. Hier müssen wir natürlich noch zuerst die Folie lösen, aber ich weiß nicht, ob ihr das hier im Bild sehen könnt, aber auf der Folie ist noch aufgedruckt, wo sich was befindet, Stromanschluss, USB und so weiter, aber das schauen wir gleich genauer an. Und dann würde ich sagen, öffnen wir das Ding. So. Und dann haben wir es hier auch schon. Natürlich vorne ganz normal der Bildschirm. Haben wir hier noch eine Kamera, dann haben wir hier noch so einen Zusatzsensor, mit dem man dann sich mit dem eigenen Gesicht einloggen kann. Mikrofon ist auch vorne noch soweit vorhanden. Rückseite ist soweit relativ unverändert. Auch nochmal eine rückseitige Kamera mit Mikrofon. Dieses Windows-Logo ist jetzt nicht nur noch eingefräst, sondern sind jetzt wie solche Spiegel eingesetzt worden, das heißt, es dürfte relativ empfindlich sein für Fingerabdrücke, aber sieht natürlich doch nochmal deutlich hochwertiger aus. Dann kommen wir jetzt als nächstes auch schon zu den Anschlüssen. Hier auf der Seite haben wir ganz normal den Einschalter und Lautstärkeregler, sonst haben wir hier nichts. Hier haben wir dann ein Mini-Display-Port. Braucht also einen Adapter, wenn ihr das beispielsweise über HDMI mit einem Bildschirm verbinden möchtet. Dann hier ein USB 3.0 Anschluss, also hier ist wirklich nur ein einziger vorhanden. Hier dann der Stromanschluss zum Laden des Gerätes. Hier noch diese Vertiefung, damit man diese Stütze, sage ich jetzt einfach mal, hinten rausklappen kann. Ansonsten hier nur dieser große Dock-Anschluss, um dann beispielsweise die Tastatur hier anzuschließen oder das an das Dock einzudocken. Und auf der Seite befindet sich dann nur noch der 3,5 mm Klinkenanschluss. Das war's soweit, würde ich sagen. Ich mache das hier gerade noch kurz zum Schutz hin. Wenn wir hier allerdings noch aufklappen, das ist natürlich wieder stufenlos verstellbar, wie man es auch schon kennt, finden wir hier allerdings noch einen Micro-SD-Karten-Slot, mit dem man dann den Speicher erweitern kann. Es werden, glaube ich, bis zu 128 GB SD-Karten unterstützt. Also hat man doch nochmal die Möglichkeit, hier den Speicher zu erweitern. Und ja, das war es soweit eigentlich auch schon von dem Gerät. Zum Vergleich kann ich ja mal kurz mein iPad Air 2 daneben halten, damit ihr einen Größenvergleich habt. Hier also das Air 2. Im direkten Vergleich wirkt da das Surface Pro eigentlich gar nicht mehr so viel größer, was natürlich aber auch unter anderem daran liegt, dass der Rand hier nochmal deutlich geringer ausfällt als bei dem iPad hier. Ist natürlich etwas dicker als das iPad, aber hat deswegen auch deutlich mehr Leistung. Und dann würde ich jetzt sagen, schalten wir das Gerät noch das erste Mal ein. Und ihr werdet das natürlich jetzt nicht übers Mikrofon hören, aber das Gerät ist wirklich flüsterleise, dadurch, dass ihr eben auch kein Lüfter verbaut ist und somit keine bewegenden Teile drin sind, die dann irgendwelche Geräusche erzeugen könnten. So, ich wähle direkt Deutsch aus. Das passt soweit alles. Gehe auf Weiter. Nachdem ich mir das natürlich durchgelesen habe, gehen wir auf Annehmen. Wir müssen jetzt die obere Taste hier für 5 Sekunden halten. Und steht auch schon, das Gerät wird gekoppelt, das Gerät wird eingerichtet. Hier lasse ich jetzt einfach wieder los.
So, genau, hier steht auch noch, was ich hier genau machen kann. Das weiß ich soweit schon, deswegen gehe ich hier einfach wieder auf Weiter. Und jetzt geht die ganz normale Einrichtung mit Windows los. Das heißt, ich will zuerst das WLAN-Netzwerk, muss später noch Benutzerkonten anlegen. Und das war's soweit. Und ja, das war's eigentlich auch schon mit dem Video hier. Wenn ihr möchtet, kann ich gerne auch nochmal ein genaueres Review auf YouTube hochladen. Oder auch ein Video über diesen Stift, wie hier genau die Bedienung funktioniert, wie präzise dieser Stift ist. Ja, deswegen würde es mich freuen, wenn ihr vielleicht den Kanal abonnieren würdet und lasst einen Kommentar da. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.